5. Ja, es geht weiter. Der 5. Tag unserer Tour. Und wir fahren weiter bis nach Haren an der Ems. Und zwar über Meppen. Jetzt geht es erstmal über den Dortmund-Ems-Kanal. Über eine wunderschöne Stahlbrücke. Es ist mittlerweile 10:30 Uhr. Wir sind also noch später losgekommen als gestern. Gut, diesmal sind wir unschuldig. Wir mussten im Hotel etwas länger warten, bis wir auschecken konnten. Egal, macht nichts. Wir haben Zeit. Die Nacht war für mich nicht so toll. Ich hatte ziemlich starken Juckreiz in der Kniekehle und auch so einen blöden Ausschlag. Ich blende das mal ein. Also für zart beseitete Personen einfach überspringen. Es sieht mittlerweile so aus und es juckt höllisch. Ja, und das hat mich die Nacht ziemlich auf Trab gehalten. Ich hoffe, dass sich das schnell und bald erledigt. Weil es nervt, wirklich. Uah! Fahrradfahren und Kurven und Filmen, das ist... Und noch eine Kurve, jetzt wird es interessant hier. Irgendwie wird der Weg nach Meppen immer länger. Es sind schon 36 Kilometer. Sag mal, wandert nicht gerade weniger als 36 Kilometer? Gerade waren es 20, jetzt sind es 36. Boah. Was haben wir gemacht? Haben wir uns verfahren? Nee, haben wir nicht. Nach Meppen sind es entlang des Dortmund-Ems-Kanals 20 und entlang des Ems-Radweges eben mehr als 20, eben 36 Kilometer. Weil der Ems-Radweg ja nicht so auf direktem Wege verläuft wie der Dortmund-Ems-Kanal-Radweg. Genug gelabert, jetzt geht's aber weiter. Ja, diesen Genossen hat es leider zerlegt. Der lag hier auf der Straße, aber was für ein Rieseninsekt. Wahnsinn. Ab und zu sieht man die wohl auch hier live rumkrabbeln. Ich habe jetzt aber noch keinen Lebenden gesehen, leider nur einen Toten. Aber ich bin beeindruckt. Also das ist ja schon eine beachtliche Größe für ein in Deutschland lebendes Insekt. Wir sind jetzt gerade durch die Ortschaft Biene gefahren und sind jetzt gar nicht mehr so weit weg vom Geestersee. Und da machen wir mal ein ganz kleines Päuschen und genießen den Ausblick über das dortige Feuchtbiotop. Das ist die erste ernstzunehmende Steigung hier. Ja, der Geestersee. Ich dachte erst, das wäre ein Trinkwasserspeicher. Ist es aber nicht. Es ist ein Kühlwasserspeicher für das Atomkraftwerk Emsland. Da weiß man mal, wie viel Wasser man braucht, um so ein paar Brennstäbe runterzukühlen. Beeindruckend, oder? Da sind einige Badewannen drin. Das Wasser hierfür kommt aus der Ems, beziehungsweise genauer gesagt aus dem Dortmund-Ems-Kanal und dient auch so ein bisschen zur Regulierung des Wasserstands im Dortmund-Ems-Kanal. Also es kann zugegeben werden oder wieder entnommen werden, wie auch immer, wie man es gerade braucht. Das Ganze wird noch als Naherholungsgebiet benutzt. Hier gibt es wohl irgendwie einen Sandstrand. Gut, kann man sagen, auch ein Atomkraftwerk hat positive Seiten. Man muss sich das irgendwie schönreden. Ja, wir fahren jetzt mal hier oben auf dem... auf der Begrenzung oder auf dem Deich des Sees weiter und gucken dann mal, dass wir wieder auf den Weg zurückkommen. Ja, zumindest das Wasser sieht sehr klar aus. Ich bin ganz angetan davon.
So, wir fahren mal weiter, nachdem wir uns hier an diesem schönen Speicherbecken erfreut haben. Es ist doch ziemlich warm. Wir haben deutlich über 30 Grad gerade. Das ist nicht mehr meine Temperatur. Da brauche ich Fahrtwind, um mich runterzukühlen. Ich bin nämlich luftgekühlt. Wow, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe gerade einfach mal nett und freundlich Hallo gesagt zu zwei entgegenkommenden Radfahrern. Die haben mich richtig böse angeguckt, als wollte ich die fressen. Wow, bin schwer beeindruckt. Kann ich auch verstehen, heute ist es heiß. Da ist vielleicht auch der ein oder andere gar nicht so gut drauf. Dankeschön. Wir sind immer nett. Wir haben nichts anderes erwartet. Hallo. 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 Wir sind gerade im Örtchen Rühle und hier in Rühle steht eine Milchhütte. Und hier kann man frische Milch zapfen am Automaten. Das ist Rohmilch, wir hätten es jetzt gern probiert, aber wir haben so ein bisschen die Sorge, wenn wir jetzt hier die Rohmilch zapfen und die trinken, dass wir heute Abend mit Scheißerei im Bett liegen. Deswegen lassen wir das. Da muss man, glaube ich, sich langsam rantasten und das ist jetzt zu heikel, aber wir hätten es gern probiert. Weil nicht pasteurisierte Milch schmeckt ja noch mal ein bisschen anders als, wie gesagt, die pasteurisierte. Wäre jetzt schön gewesen, aber man kann noch andere Sachen hier ziehen, frische Eier, Wurst, ja, Süßigkeiten, aber danach ist es jetzt nicht. Und hier steht ein kleiner Kaffeeautomat. Toll, oder? Noch 2 Kilometer bis Meppen. Und Frau Velotourer hat gerade schon gesagt, ich möchte mich irgendwo reinsetzen und was Leckeres essen. Da habe ich irgendwie auch Lust zu. Deswegen suchen wir uns gleich mal ein nettes Lokal oder einen netten Biergarten, was immer wir auch da finden. Und werden dann einfach mal Mittag essen. Wir haben jetzt nämlich auch gleich 14 Uhr. Und auf jeden Fall müssen wir was trinken. Weil es heute so warm ist, werden wir mal was Leichtes essen. Vielleicht mal einen gesunden Salat. Aber nur vielleicht. Wenn es natürlich ein gutes Schnitzel gibt, bin ich dem auch nicht abgeneigt. Wir wollen weiter nach Haaren und wir fahren mal langsam und entspannt los. Es ist heute grenzwertig warm, ich merke das langsam. Deswegen machen wir ganz entspannt, ganz in Ruhe, hetzen uns nicht. Ja, die letzten Kilometer bis Haaren sind, glaube ich, ganz gut zu machen. Es ist nicht mehr so weit.
auf einem Geh- und Radwegroller fahren. Gut, als ich 15 war, hätte ich es nicht anders gemacht. Es sind noch 4,2 Kilometer bis zum großen Freundschaftseisbecher Palermo mit Ananasscheibchen, Zitronen, Melonen, 20 Kilo Eis, einem Pfund Sahne und dem dazugehörigen Cappuccino, sprich noch 4, irgendwas Kilometer bis Haaren an der Ems. Wahnsinn, endlich Haaren an der Ems. Und jetzt geht's zum Eisbecher Palermo. Ja, dem Pferd ist es auch zu warm. Ne? Dir ist zu warm. Ja. Ach, ihr seid schon schöne Viecher, ihr Pferde, hä? Das ist ja interessant, bis zur niederländischen Grenze sind es gerade mal 14 Kilometer. Ja, wir haben es geschafft, wir sind in Haaren und jetzt suchen wir mal nach einer schönen Eisdiele und gucken uns dabei einmal dieses Städtchen an. Ja, irgendwie ist hier nicht viel los in der Fußgängerzone, ne? Ah, das sieht doch hinten. Guck mal, da sind Schirme aufgespannt. Und wo Schirme sind, gibt es bestimmt auch eine Eisdiele. Der Haaren wirkt irgendwie gerade wie ausgestorben. Vielleicht liegt es an den Temperaturen. Man weiß es nicht. Kilometer waren es heute bei einer Spitzentemperatur von 35 Grad Celsius. Eindeutig zu warm für mich. 25 Grad wäre mir lieber gewesen. Ja, was wir auf der Radtour gesehen haben, konntet ihr am Video sehen. Uns hat Meppen ganz gut gefallen. In Meppen habe ich euch ja meinen Ausschlag an den Beinen gezeigt. Der ist nicht besser geworden. Der juckt nach wie vor wie Sau. Ich muss da absolut widerstehen zu kratzen. Ja, ich hoffe, dass das morgen sich bessert. Ansonsten muss ich vielleicht sogar einen Hautarzt aufsuchen. Ja, ein weiterer Punkt, der uns ein bisschen Sorge bereitet, ist das Wetter. Morgen könnten tatsächlich im gesamten niedersächsischen Bereich stärkere Regenschauer und vor allen Dingen auch Gewitter auftreten. Das ist ein bisschen blöd, aber gut, wir können es nicht ändern. Wir haben nämlich einen kleinen Ausflug für morgen geplant. Eventuell wollen wir einmal über die Grenze in die Niederlande fahren. Da gibt es eine Festungsanlage, die würde ich gerne sehen. Das machen wir aber definitiv vom Wetter abhängig. Wenn es anfängt zu regnen, machen wir das nicht. Dann sehen wir zu, dass wir schnell nach Papenburg kommen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn dem so ist, freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.